Ich glaube, in einem Punkt sind wir uns alle ziemlich einig. Ich könnte dringlichst mal eine neue Brille gebrauchen. Meine sind alle locker schon 10 Jahre alt. Die Gläser sind komplett runter und der erste Lack ist ab. Jetzt mal wirklich, Leute, der erste Lack ist ab. Ich habe das schon ein paar Mal mit dem Edding drüber gemalt, aber es hält einfach auch nicht mehr. Jedenfalls habe ich mir jetzt endlich mal eine neue Brille gegönnt. Also eigentlich sogar zwei. Und ich dachte mir, die muss ich euch unbedingt zeigen. Denn ich möchte ja auch, dass ihr mich in Zukunft erkennt, wenn ich ein Video drehe. Und genau das machen wir heute. Los geht's. Nummer 1, die Alltagsbrille. Wunderschön. Ich hatte erst ein bisschen Sorge wegen dieser Riesengläser, aber jetzt muss ich sagen, denke ich doch, dass ich mich daran gewöhnen kann. Schreibt gerne mal eure Meinung. Ich bin gespannt, wie ihr die findet. Außerdem habe ich mir noch eine Sonnenbrille gegönnt, die ich übrigens fast nicht gekauft hätte, weil Basti die so ein bisschen klobig fand. Aber ich fand sie so schön, vor allem mit diesem Spruch hier oben drauf, Eye to Eye. Finde ich mega cool. Und deswegen habe ich sie am Ende trotzdem gekauft. Jetzt muss nur noch der Sommer kommen. Die passenden Brillen habe ich ja schon mal. Und ich bin echt froh, dass ich die habe, denn